Ja, genau deswegen bin ich hier. Ich möchte Ihnen einen Deal vorschlagen. Sie verhindern, dass Ansgar das Schloss verkauft. Und ich sage vor Gericht für Sie aus. Dass du gekommen bist. Habe ich dich gerade richtig verstanden? Du willst gegen Ansgar aussagen? Wenn ich den Verkauf von Königsbrunn damit verändern kann, sofort. Ist das nicht eine Nummer zu groß für dich? Ich habe keine Angst vor meinem Bruder, falls Sie das meinen. Vielleicht weißt du nicht so richtig, wozu er fähig ist. Ansgar wollte seinen eigenen Vater vergiften. Er ist zu allem fähig. Du scheinst es ja wirklich ernst zu meinen. Königsbrunn ist unser Zuhause. Er hat kein Recht, es zu verkaufen. Nur um Johannes zu demütigen. Konstantin, wie alt bist du? 17. Ich find's wirklich süß, dass du mir helfen willst. Aber um Ansgar ernsthaft Paroli zu bieten, darf man keine Skrupel haben, sonst hat man direkt verloren. Unterschätzen Sie mich nicht. Wenn es um Königsbrunn geht, bin ich zu allem bereit. So, bitte Danke. Schön. Danke. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein. So. Nein, 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 Elisabeth. Keine Therapeutin. Ja, warum denn nicht? Das kann ich dir sagen, weil es eine Frau ist. Ja, na und? Ich bin auch eine Frau. Eben. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ach, willst du damit sagen, dass sie von vornherein Partei ergreift? Ja, natürlich. Ich stünde von Anfang an auf verlorenen Posten. Ach ja, und das ist natürlich bei einem männlichen Therapeuten überhaupt nicht der Fall. Eine Frau lässt sich von Gefühlen leiten, ein Mann vom Verstand. Das ist bekannt, das weiß man. Na, willkommen im 21. Jahrhundert. Was willst du denn damit sagen? Ach, ich habe nur laut über die Hartnäckigkeit von Vorurteilen nachgedacht. Elisabeth, wenn du es darauf anlegst, mir deine Seelenklempnerin unterjubeln zu wollen, dann können wir das Ganze sofort vergessen. Keine Angst. Im Gegensatz zu dir habe ich keine geschlechtsspezifischen Vorurteile. Bitte sehr, diese Therapeuten sind mir alle empfohlen worden. Und ich gehe zu jedem. Auch zu einem Mann. Michael Burgermeister. Klingt doch solide. Ich finde es super, dass du gekommen bist. Ich habe einen Zahnarzttermin. Habe ich völlig vergessen. Viel Glück. Bist du okay? Wir können unser Kind nicht wieder lebendig machen. Aber wenn wir uns gemeinsam von ihm verabschieden, dann können wir vielleicht besser loslassen. Ich besorge 10 ausgewachsene Ratten in der Zoohandlung und lasse sie bei der nächsten Schlossbesichtigung frei. Keine Ratten. Warum nicht? Sowas spricht sich rasend schnell rum und wirkt sehr nachhaltig. Oder würden Sie ein Schloss kaufen, in dem es Ratten gibt? Ich sagte keine Ratten. Na schön, es geht auch ohne. Ich fälsche den Einsatzbericht eines Kammerjägers und schicke die Kopie an die Lokalredaktion. Der Briefkopf und Stempel ziehe ich mir aus dem Internet. Der Rest ist ein Kinderspiel. Kakerlaken, Kapern, Königsbrunn. Das ist der Hammer! Darauf fällt doch kein seriöser Journalist rein. Und Ansgar schon gar nicht.
ein Gespenst. Das ist genial. Warum bin ich darauf denn nicht früher gekommen? Was? Ja, ich verstecke mich mit ein paar Kumpels da oben und jag dem potenziellen Käufer einen solchen Schreck ein, dass er sein Angebot sofort zurückzieht. Sag mal, hast du zu viel Gruselgeschichten gelesen? Haben Sie eine bessere Idee? Und damit das klar ist, ich sage in dem Sorgerechtsprozess nur dann für Sie aus, wenn Sie den Verkauf von Königsbrunn verhindern. Das ist der Deal. Vielleicht kannst du mir wirklich helfen. Um den Verkauf des Schlosses zu verhindern, bräuchte ich den Namen des potenziellen Käufers. Na, dann lass mal. Danke dir. Und, habt ihr euch auf einen Therapeuten geeinigt? Es war ein hartes Stück Arbeit. Inwiefern? Elisabeth wollte unbedingt deine Frau. Ja, und? Charlie, jetzt fang du nicht auch noch an. Naja, entschuldige, bin ein bisschen angespannt. Du hältst nicht so viel von der ganzen Sache, hm? Ja, ich sehe einfach keinen Sinn darin, einer wildfremden Person zu gestatten, in unserem Eheleben herumzuspionieren, mit allen Details. Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum. Sondern? Ach, ihr müsst einfach wieder lernen, miteinander zu sprechen, ohne gleich zu streiten. Tja, das hätte ich nicht gedacht, dass das einmal zu einem Problem werden würde. Zwischen ihr und mir. Aber genau an dem Punkt sind wir. Korrigier mich, aber ich habe den Eindruck, du machst das alles nur für Elisabeth. Charlie, du verfügst über eine ausgezeichnete Menschenkenntnis. Ja, das bleibt nicht aus in meinem Job. Und sie hat ein Kind von Ansgar? Ja, sag ich doch. Dann ist sie ja deine Tante. Ja, aber nur, wenn die beiden heiraten. Und das werden sie mit Sicherheit nicht tun. Ja, aber der kleine Johannes ist trotzdem dein Neffe. Ja, vermutlich. Onkel Konstantin. Hört sich cool an. Tante Lisa ist ja wohl auch nicht schlecht. Mhm. Oh, sorry. Ich dachte, ich wäre allein. Ja, ich dachte, wir sind allein. Ja, ja, lasst euch nicht stören. Tust du nicht, im Gegenteil. Trink deinen Tee doch bei uns. Ja, wenn das so ist, gern. Hallo, Lisa. Hallo. Hast du schon was von Königsbrunn gehört? Ist es verkauft? Soweit mir bekannt ist nicht. Wieso? Ach, nur so. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Ansgar ernst macht. Aber solange er nichts mit dem Verkauf zu tun hat. Hat er doch nicht, oder? Die vertraglichen Angelegenheiten werden von einem Makler der Holding abgewickelt. Wieso? Nur so. Hast du Frau von Anstetten kontaktiert? Warum? Ich habe dir erklärt, warum es mit ihr keine Zusammenarbeit geben darf. Ja, ich weiß. Hast du Frau von Anstetten kontaktiert, Konstantin? Ja oder nein? Natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Zusammen. Jetzt du. Was meinst du? Ob es glücklich geworden wäre? Klar. Bei der Mutter? Dem Vater? Ich habe mir ein Mädchen gewünscht. Kein Jung? Eine kleine Natalie. Ich kann nie wieder Kinder bekommen, Gregor. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Dir auch. Also. Tschüss. Warum hast du deinen Vater angelogen? Das war eine Notlüge. Konstantin, du weißt, was dein Vater macht, wenn du ohne sein Einverständnis gegen Ansgar vorgehst. Der schickt dich aufs Internat nach Amerika. Jetzt komm mal wieder runter. Es ist überhaupt nichts passiert. Das geht aber ganz schnell, das weißt du. Der muss dich doch nur mit dieser Tusse zusammensehen. Ja,
Das wird er aber nicht. Ist es dir egal, wenn wir uns monatelang nicht sehen? Ich dachte, du liebst mich. Das tue ich auch. Dann versprich mir, dass du dich aus der ganzen Schlossgeschichte raushältst und nichts gegen Ansgar unternimmst. Okay. Schwör es. Ich schwöre. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Davon scheint unser Seelendoktor noch nichts gehört zu haben. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und nicht vergessen, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Herzlichen Dank. Ohne Ihre Arbeit hätten wir die Kuve nie gekriegt. Ich muss sagen, ich habe nicht daran geglaubt, aber wie Sie schon meinen, man lernt ja immer dazu. Das einzig Beständige ist der Wechsel, besonders in einer gesunden Beziehung. Und die wünsche ich Ihnen noch viele, viele schöne Jahre. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Willst du noch mal weg? Ja. Ah, wohin? Zu Lisa. Aber sie war doch den ganzen Abend hier. Ja, sie hat ein paar Probleme mit Mathe. Und jetzt willst du ihr helfen? Sie hat gerade angerufen. Ja, was ist denn mit deinen Hausaufgaben? Ich habe nur Englisch offen. Das kann ich auch morgen vor der Schule machen. Und warum nicht jetzt? Sie war fast am Heulen. Ich bleibe auch nicht lange. Bitte. Kochst du öfters für die beiden? Eher nicht. Es ist so etwas wie ein Versöhnungsessen. Für Gregor? Für Nathalie. Wir hatten in der letzten Zeit ein bisschen Stress und naja. Wie geht's dir denn inzwischen? Ehrlich gesagt nicht so gut. Ich kann das verstehen. Sowas muss schrecklich sein. Und als sie aus dem Krankenhaus wieder zurückkam, da hat sie Gregor und mich in Flagranti erwischt. Ja, und? Sie hat mich rausgeworfen. Was? Angeblich würde ich ihre Situation ausnutzen, um Gregor an mich zu binden. Insgeheim würde ich mich sogar über die Fehlgeburt freuen. Aber das kann sie doch unmöglich ernst gemeint haben. Wehgetan hat's trotzdem. Du darfst sowas nicht persönlich nehmen. Es gibt viele Frauen, die leiden nach einer Fehlgeburt unter Depression. Ich weiß. Sie pflanzt gerade mit Gregor im Wald ein Bäumchen. Vielleicht hilft ihr das ja, über den Verlust hinwegzukommen. Na, vielleicht, aber sowas kann Wochen dauern. Oder sogar Monate. Naja. Erstmal wird ihr die Ruhe guttun, die sie bald hier hat. Wenn du ausgezogen bist? Wenn wir ausgezogen sind. Gregor und ich ziehen zusammen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ich bin sicher, der Abstand tut uns allen ganz gut und wir können bald wieder ganz normal miteinander umgehen. Also zuerst einmal vielen Dank, dass Sie uns so schnell einen Termin gegeben haben. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Tja, Sie haben mir Anliegen so dringend gemacht, dass ich mich dem nicht entziehen konnte. Ja, nun erzählen Sie doch mal, warum Sie hier sind und was Sie von einer Paartherapie konkret erwarten. Ladies first. Ja, also um es kurz zu machen, wir können nicht mehr normal miteinander reden. Entweder wir streiten oder wir reden aneinander vorbei. Und das war nicht immer so? Nein. Nein, es hat schon Zeiten gegeben, wo wir uns ohne Worte wunderbar verstanden haben. Wie Adam und Eva im Paradies. Aber in letzter Zeit fühlen sie sich eher wie die Leute nach dem Turmbau zu Babel. Sie reden in Zungen. Ja. Ja, also, mein Mann fragt mich zum Beispiel, wann ich nach Hause komme und
Ja, ich gehe gleich an die Decke, weil ich einen versteckten Vorwurf darin sehe. Oder ich bitte ihn, mich zu Hause zu unterstützen und er hat das Gefühl, er ist nur ein besserer Laufbursche für mich. Also was einmal selbstverständlich war, das ist zu einem Problem geworden. Ja, wir sind in einer Falle und kommen nicht mehr heraus. Wir brauchen Hilfe und deshalb sind wir hier. Und wie ist das für Sie? Ich schließe mich den Worten meiner Vorrednerin vorbehaltlos an. Ein Harmoniepunkt für Sie. Aber so einfach kommen Sie mir nicht davon. Ich würde gerne von Ihnen eine ganz persönliche Sicht der Dinge hören. Was ich in den letzten Tagen gesagt habe, dass du nicht um unser Kind traust, das tut mir leid, das war total gemein von mir. Ist schon okay. Es ist nur, seit ich weiß, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, da fühle ich mich einfach nur noch wie ein halber Mensch. Aber du bist und bleibst ein wunderbarer Mensch. Weißt du, was mir klar geworden ist? Es gibt nur einen Mensch auf dieser Welt, der mich wirklich verstehen kann. Und dieser Mensch bist du, Gregor. Aber Max versteht dich sicher auch. Vielleicht sogar besser als ich. Max gibt sich Mühe, aber sie hat nicht das erlebt, was wir beide erlebt haben. Sie kann diesen Schmerz nicht nachempfinden. Das können nur wir, du und ich. Versprich mir, dass du mich jetzt nicht alleine lässt, Gregor. Das verspreche ich dir. Bitte zieh nicht aus. Ich brauche dich jetzt mehr als alles andere. Was ich hier will. Meine Ehe retten. Mit allem, was dazu gehört. Was gehört denn für Sie zu einer guten Partnerschaft? Treue. Dass man sich gegenseitig zuhört. Auch wenn man vielleicht andere Dinge im Kopf hat. Oder dass einem das, was man hört, gegen den Strich geht, das... Ja, und was ist mit Vertrauen? Es sollte vorhanden sein. Zärtlichkeit? Ich rede nicht von Sex, sondern von Zärtlichkeit. Nehmen Sie Ihre Frau auch schon mal in den Arm, ohne dass Sie mit ihr schlafen wollen? Selbstverständlich. Also hin und wieder. Herr Brandner, würden Sie bitte in einem Satz zusammenfassen, warum Sie sich für eine Paartherapie entschieden haben? Also meine Frau hat sich im Grunde für die Paartherapie entschieden. Weil sie unsere Beziehung retten will. Das möchte ich auch. Ja, dann lassen Sie mich bitte eines vorwegschicken. Die Paartherapie ist keineswegs dazu geeignet, kaputte Ehen zu kitten. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Unsere Arbeit besteht vor allem darin, auszuloten, wie viel Verbindendes es noch in Ihrer Beziehung gibt, beziehungsweise ob es ausreicht, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Wenn wir allerdings zu dem Schluss kommen, dass der Bestand an Gemeinsamkeiten aufgebraucht ist, dann sollten Sie sich eingestehen, dass Ihre Beziehung am Ende und es sinnvoller ist, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.
Ich muss noch mal was mit Nicole besprechen. Kannst du schon mal vorgehen? Mhm. Ah, Nicole, hast du diese Bestellung schon rausgegeben? Noch nicht. Warum? Weil ich habe noch ein paar Änderungen dran. Kannst du die hier nehmen? Hey, Gregor. Leonard. Hi. Wie geht's dir? Bestens. Und euch? Natalie ist noch nicht die Alte. Diese Fehlgeburt macht sie fertig. Das kann eine ganze Weile dauern. Ist aber normal. Und du? Das ist das nächste Problem. Ich kann Max nicht länger zumuten, dass sie mit Natalie zusammen wohnt. Nach all dem, was sie ihr in den Kopf geworfen hat. Warum zieht sie nicht einfach wieder aus? Das versucht sie ja und sie sucht auch schon eine Wohnung, aber für uns beide. Verstehe. Und damit hat Natalie dann auch wieder ein Problem. Oh ja. Nur heftigst. Die klassische Zwickmühle, würde ich sagen. Labile Menschen gehen sogar an sowas kaputt. Das sind ja schöne Aussichten. Was würdest du denn tun? Im Zweifel auf mein Herz hören. Ihr seid mir vom Penthouse bisher gefolgt. Du hast mir versprochen, nichts gegen Ansgar zu unternehmen. Und jetzt das. Wenn dein Vater das rauskriegt, dann bist du in 2 Wochen auf dem Internat in den Staaten. Los, raus hier, bevor jemand kommt. Vergiss es. Ich bleib hier, bis ich weiß, wer Königsbrunn kaufen will. Paul. Konstantin hat recht. Wenn er schon mal hier ist, wäre es blöd, mit leeren Händen abzuziehen. Bin ich hier eigentlich die Einzige, die denkt? Los, komm. Du hast gekocht? Nathalies Lieblingsgericht, indonesische Gemüsepfanne. Fein. Wo ist sie denn? Hallo. So, dann können wir hier anfangen. Ich war in letzter Zeit nicht immer nett zu dir. Das tut mir leid, ich werde mich bessern. Ist doch schon okay. Ich weiß doch, was du jetzt zurzeit durchmachst. Da kommt sowas schon mal vor. Naja, wo wir das jetzt geklärt haben, lasst euch mal schmecken. Du dir auch. Danke. Ich sehe mir übrigens morgen eine Wohnung an. Mach schon, wir müssen hier weg. Jetzt hör auf rumzustressen. Ich hab's doch gleich. Das sagst du schon seit einer halben Stunde. Ich hab's. Richard Walker. Gut, jetzt mach. Komm schon. Ja. Los. Hände hoch. Und keine Bewegung.